Ob Blumen, Obst und Gemüse oder die typischen Spezialitäten aus dem Spreewald. Bei dem Wochenmarkt auf dem Stadtteilvorplatz kommen alle auf ihre Kosten. Rund 200 Händler bieten hier mittwochs und freitags regionale Produkte an. Eine von ihnen ist Honigverkäuferin Ramona Becker. Sie betreibt hier seit 10 Jahren ihren Stand und ist mit dem Standort zufrieden. Na, das ist ein Magnet. Das ist hier zentral gelegen. Hier ist Bus, Straßenbahn, Einkaufscenter, Post. Und ja, das ist für die Leute ist das schön. Die kommen weg und Parkplätze gibt es. Seit heute neu auf dem Markt zu finden, ist der kleine Hof von Liane Dörri. Bei ihr sind ausschließlich Produkte aus der Region erhältlich. Ja, querbeet würde ich sagen. Von der Backstube über die Butter, übers Gemüse, über Fleisch, Wurst. Alles, was wir so irgendwo auf dem Bauernhof haben. Dank des guten Wetters zog es heute viele Besucher auf den Markt. Nee, so allgemein durchschleichen, gucken, was es so gibt. Ja, ein bisschen Shopping, jetzt wenn der Frühling endlich da ist. Ja, und einfach mal gucken, ob man ein paar Leute trifft, die man lange nicht gesehen hat über den Winter. Ja. Na, ich gehe wegen dem frischen Gemüse hierher. Eigentlich. Und das der Fleischer. Ich liebe das, diese Vielfalt, diese Menschen. Sehen, nur sehen und zuschlagen. Der Wochenmarkt auf dem Stadtteilvorplatz kommt also bei den Besuchern an. Kein Wunder bei dieser großen Auswahl.